In diesem zweiten Video zur Einführung in LTSpice wollen wir uns die sogenannte Transientensimulation anschauen. Das ist eine Zeitbereichssimulation, die wohl wichtigste Simulationsart in LTSpice. Das heißt, hier simuliert man den zeitlichen Verlauf der elektrischen Größen wie Ströme und Spannungen in einer Schaltung. Als Beispiel wollen wir die hier dargestellte Schaltung betrachten. Das heißt, wir wollen eine RC-Serienschaltung an einer zeitlich veränderlichen Pulsspannungsquelle betrachten mit den hier angegebenen Werten, sodass hier eine rechteckförmige Spannung mit einer Periodendauer von 10 Mikrosekunden und einer Einschaltzeit von 5 Mikrosekunden, das heißt die Zeitdauer, wo hier auf ein Signal von 5 Volt geschaltet wird, an diese RC-Schaltung angelegt wird. Und wir wollen jetzt mit LTSpice dann kennenlernen, wie können wir so eine Schaltung im Zeitbereich simulieren, wie können wir uns den Zeitverlauf des Stromes anschauen und den Spannungsverlauf an dem Kondensator, wie parametrieren wir hier die Quelle und wie setzen wir allgemein so eine wichtige Simulation im Transientenbereich um. Die Vorgehensweise ist dann, wie in einem anderen Beispiel bereits auch, wir starten eine LTSpice wieder, machen ein neues Simulationsmodell, fügen unsere Bauelemente ein, das heißt hier oben einen Widerstand, einen Kondensator, wieder eine Spannungsquelle, die wir jetzt hier durch dieses Component-Symbol kriegen, Voltage Source, setzen eine Masseverbindung und verbinden das Ganze dann hier. Jetzt haben wir die Schaltung, wie gerade gesehen, aufgebaut. Parametrieren wir die Komponenten, das heißt, gucken wir noch mal kurz rein. Dann hatten wir dort den Widerstand mit 1 Kiloohm, die Kapazität mit 10 Nanofarad, also entsprechend hier wieder rechte Maustaste 1 Kiloohm und hier 10 Nanofarad, den Kapazitätswert. Und jetzt müssen wir hier die Spannungsquelle anders als bisher parametrieren. Das heißt, wir brauchen jetzt eine zeitlich veränderliche Spannungsquelle. Das heißt, nicht nur mit Rechtsklick hier einen DC-Wert eingeben, sondern wir müssen jetzt hier im Rechtsklick auf die Spannungsquelle Advanced gehen. Und dann können wir jetzt hier in diesem Einstellungsfenster deutlich mehr Informationen eingeben und unsere Spannungsquelle parametrieren. Also nicht nur eine Gleichspannungsquelle mit konstantem Wert, sondern wir können eine pulsförmige Quelle machen, eine Sinusquelle, Exponentialquelle und noch ein paar andere, zum Beispiel hier piecewise linear. Da wird der zeitliche Verlauf durch Zeitspannungspunktepaare modelliert als stückweise linearer Verlauf, wo man auch bei auch eine Datei einlesen kann. Wir wollen jetzt so eine Pulsquelle definieren, das heißt, ich wähle hier Puls aus. Und bevor wir das jetzt machen, wollen wir uns kurz angucken, was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Pulsquelle. Dazu habe ich jetzt hier so einen prinzipiellen Verlauf dargestellt, den man mit so einer Pulsquelle realisieren kann, mit den Namen der Parameter, wie man sie in LTSpice in diesem Auswahlfenster finden würde. Das heißt also, eine Pulsspannungsquelle ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass wir so ein periodisches, in Anführungszeichen, Rechtecksignal kriegen können, wo wir während eines Teiles der Periode, der On-Zeit T-On, auf dem Spannungspegel V-On sind und während der Ausschaltzeit des Impulses T-Off auf dem Wert V-Initial. Und zwischen diesen, jetzt die ansteigende Flanke, die ist mit der Zeitdauer definiert als T-Rise und hier die abfallende Flanke der Spannung als T-Fall. Und man kann zusätzlich dann noch hier beispielsweise definieren ein Delay, T-Delay, das heißt, um welche Zeitdauer wird die erste steigende Flanke hier verzögert? Und auf dieser Basis wollen wir jetzt unsere Spannungsquelle parametrieren. Das heißt, wenn wir es mal betrachten, wir wollen einen Einspannungswert V-On von 5 Volt, einen Ausspannungswert gleich V-Initial von 0 Volt. Wir wollen eine Periodendauer von 10 Mikrosekunden und diese Zeit T1 gleich T-on von 5 Mikrosekunden. Jetzt sehen wir, wir müssen hier ein bisschen definieren. Diese Rise- und Fall-Times müssen wir auch hinzumachen. Und da jetzt eine Besonderheit bei dieser Zeitbereichssimulation, der Transientensimulation, wenn wir diese beispielsweise zu klein oder zu groß machen, werden wir natürlich keinen ideal rechteckförmigen Verlauf haben, sondern wir haben hier so Trapezimpulse. Sind die zu kurz, kann es gegebenenfalls sein, dass wir die Simulationsschrittweite reduzieren müssen und damit sehr lange Simulationszeiten kriegen. Geben wir die zu groß an, dann, wie gesagt, kriegen wir diese trapezförmigen Impulse und eventuell nicht das, was wir haben wollen. Deswegen parametrieren wir jetzt die Spannungsquelle wie folgt.
mit diesen Werten. V-Initial sollte 0 sein, V-On 5, Delay machen wir jetzt einfach auf 0. Das heißt, die erste steigende Flanke beginnt gleich bei 0 und wir machen jetzt eine Rise-Time von 10 Nanosekunden, ebenso eine Falltime. Periodendauer sollte 10 Mikrosekunden sein und die Einschaltzeit reduzieren wir jetzt um einmal diese Rise Time. Das heißt, eigentlich sollten das 5 Mikrosekunden sein. Das heißt, wir wollen aber jetzt 4,99 Mikrosekunden eintragen. Das bedeutet, dass jetzt sowohl die Zeit T-On als auch die Zeit T-Off nämlich kürzer sind als diese Rise Times jeweils, weil die Gesamtperiode ja fest vorgegeben ist. Theoretisch könnte man hier noch einen letzten Parameter definieren, Number of Cycles, N Cycles. Das heißt, wenn man nur 3 so Rechteckimpulse haben möchte, würde man hier 3 beispielsweise eingeben. Ich klicke auf OK, dann haben wir das parametriert, weil das hier jetzt eingestellt ist, dass es sichtbar ist, haben wir jetzt die Definition dieser Pulsspannungsquelle hier drin. Und jetzt können wir simulieren. Um das jetzt als Zeitbereichsimulation zu simulieren, gehen wir auf Simulate, Edit, Simulation Command. Und jetzt die wichtigste Analyse, hier benutzen wir diese Transientenanalyse. Im Prinzip reicht es aus, wenn man hier als einzigen Wert bei den einfachsten Simulationen nur die sogenannte Stop-Time angibt. Das ist der Zeitpunkt, bis zu dem simuliert wird, ab dem Zeitpunkt 0 ausgehend. Hilfreich ist es, wenn man tatsächlich noch ein paar andere Parameter manchmal setzt. Hier Time to start saving data, das heißt, wenn man sehr lange Zeiten simuliert, ist Stop-Time sehr groß. Es kann es sein, dass man am Anfang einen Einschwingvorgang hat, den man beispielsweise nicht betrachten möchte. Wenn man aber die standardmäßige Simulation startet, speichert das Programm alle Datenwerte ab dem Zeitpunkt 0. Und wenn man Time to start saving data später eingibt, dann speichert man entsprechend weniger Datenpunkte. Wir machen jetzt mal als Beispiel 30 Perioden simulieren, 30 Mikrosekunden. Wir speichern ab 0, muss ich nichts eintragen. Und jetzt könnte man hier einen Wert eingeben bei Maximum Time Step. Mein Tipp, das würde ich benutzen, wenn ich jetzt sowas weiß wie hier, dass die Rise- und Fallzeiten 10 Nanosekunden sind, dass ich diesen Wert jetzt so festsetze, dass ich mindestens einen Wert kriege in der Zeitdauer, wenn das aufnimmt oder abnimmt. Das heißt, tatsächlich LTSpice arbeitet bei der Simulation so, dass es eine sogenannte adaptive Schrittweite hat. Man kann ihn aber zwingen, dass er mindestens alle Maximum Time Step Zeitpunkte einen Wert berechnen. Und wenn ich jetzt eingebe, hier zum Beispiel 5 Nano, erzwinge ich, dass jetzt hier die Simulation tatsächlich mindestens alle 5 Nanosekunden einen Stützwert hat. Kleiner kann immer sein, aber wenn ich dort nichts eintrage, dann ergibt sich automatisch manchmal die Schrittweite, was zu ungewöhnlichen Ergebnissen führen kann. Deswegen mache ich hier 5 Nanosekunden rein. Wie gesagt, normalerweise reicht es eigentlich aus, bloß eine Stoppzeit zu definieren. Gehen wir auf OK, dann haben wir hier wieder am Mauszeiger diesen Simulationsbefehl, linke Maustaste klicken, platziert und jetzt habe ich das Modell vollständig parametriert, die erste Zeitbereichsimulation und jetzt können wir wieder durch Run die Simulation starten. Und jetzt sehen wir schon als Unterschied zu dieser Operating Point Analyse, die wir in dem vorhergehenden Video gesehen hatten, dass jetzt hier wir auf einmal ein Ergebnisfenster kriegen mit der Zeitachse hier als X-Achse. Und jetzt kann ich einzelne Strom- und Spannungswerte analysieren, indem ich hier beispielsweise mit der Maus drauf gehe, habe ich entweder hier eine Strommesszange, wobei der Pfeil angibt, in welche Richtung der Strom fließt. Ja, das heißt, wenn ich hier drauf gehe, zeigt es mir an, wenn ich jetzt links drücke, messe ich den Stromverlauf durch diesen oberen Widerstand. Und wenn ich hier auf eine Verbindungsleitung gehe, die nicht direkt ein Anschlussbein ist vom Bauelement, dann habe ich so eine Tastspitze, damit kann ich dann die Spannung messen. Ja, und wir wollen ja die Spannung am Kondensator und den Strom durch den Widerstand messen. Strom durch den Widerstand, wenn wir hier drauf gegangen sind, Linksklick und damit den Strom reingemacht haben. Spannung am Kondensator kann ich jetzt messen, indem ich hier mit Linksklick drauf gebe. Achtung, diese Spannungstastköpfe beziehen sich immer bei ihren Spannungsmessungen auf den Bezugsknoten, auf das Bezugspotenzial Ground bzw. den Bezugspunkt 0. Das heißt, wenn ich hier bloß einmal drauf drücke, messe ich hier die Spannung von diesem Punkt nach Ground. Das ist tatsächlich die Spannung über dem Kondensator.
Und jetzt haben wir hier diese zweite Spannung oder diese Spannung eingefügt in dasselbe Diagramm wie den Strom. Wir sehen, wir haben zwei unterschiedliche physikalische Größen, deswegen haben wir zwei unterschiedliche Y-Achsen mit unterschiedlichen Einheiten. Das hier ist das sogenannte Waveform-Window. Jetzt sieht man auch hier, okay, das ist manchmal vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass man so viele Diagramme hat, die sich überlagern. Deswegen kann man das jetzt ein bisschen parametrieren. Wenn man hier rechte Maustaste, dann kann ich hier zum Beispiel Add Plot Pane machen, eine zweite Zeichnungsebene einfügen. Und dann kann ich hier beispielsweise linke Maustaste gedrückt diesen Verlauf nach oben verschieben. Und jetzt habe ich sozusagen zwei Diagramme übereinander. Im oberen den Spannungsverlauf an dem Kondensator, im unteren den Stromverlauf durch den Widerstand. Ich kann auch Farben ändern beispielsweise. Ich kann jetzt hier rechte Maustaste drauf gehen. Dann kann ich hier Farbe ändern. Ja, wir sagen, der Strom soll rot dargestellt sein und die Spannung in blau, wie wir das beispielsweise sonst in manchen Darstellungen haben. Dann kann ich da die Farbe ändern. Ich kann ja auch die Skalierung ändern, rechte Maustaste auf die Achse beispielsweise, dass ich sage, okay, ich möchte oben 10 mA haben, ich möchte 1 mA Schritte haben oder 2 mA Schritte und unten minus 10 mA. Und entsprechend kann ich die Achse skalieren. Das gleiche natürlich für die Zeitachse hier mit rechter Maustaste drauf. Und könnte ich genauso auch hier oben machen. Ich kann dann einfache Messungen beispielsweise durchführen. Die einfachste Messung ist die Nutzung des sogenannten Cursors hier, wenn man beispielsweise Zeiten messen will oder Amplitudenwerte. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, rechte Maustaste drücke, kann ich hier in dem Auswahlfenster Attached Cursor First, Second oder First and Second auswählen. Das heißt, entweder sozusagen den Cursor Nummer 1, den Cursor Nummer 2 oder beide auf denselben Verlauf. Mal beide auf diesen blauen Verlauf der Spannung. Und dann habe ich hier jetzt die beiden Cursor. Wenn ich hier drauf gehe, erscheint eine 1 und es erscheint so ein Fenster, der mir jetzt die Werte, sowohl den Zeitwert als auch den Amplitudenwert, für die beiden Cursor-Positionen eingibt, Cursor 1 und Cursor 2 und auch die Differenz. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie groß die Zeitdauer zwischen hier und dem Maximum ist, schiebe ich, linke Maustaste gedrückt, den Cursor 1 auf dieses Minimum, den Cursor 2, der war am Maximum, kann ich aber dort auch hinschieben, das heißt hier drauf gehen, linke Maustaste gedrückt lassen, kann ich das verschieben. Und dann kann ich jetzt messen beispielsweise, dass mein Cursor 1 an der Position 9,9719 Mikrosekunden ist, der Amplitudenwert 1,197 Volt ist, der Cursor 2 ist bei 14,971 Mikrosekunden und wir sehen, die Differenz ist hier die 5 Mikrosekunden, die wir auch hier vorne eingestellt hatten, um hier ein rechteckförmiges Signal zu generieren. Das können wir gleich nochmal überprüfen. Und wir sehen jetzt hier beispielsweise die Differenz Cursor 1 minus Cursor 2 ist so, dass wir hier eine Differenz von 1,4 Volt in Amplitudenwerten haben. Das heißt hier in der Y-Richtung. Und damit sieht man, kann man jetzt so einfache Analysen, zum Beispiel Zeitmessungen durchführen, Amplitudenmessungen, Funktionswerte mit dieser Cursor-Funktionen in dem Waveform-Window. Man kann auch andere Dinge machen. Sie können hier neue Verläufe einfügen irgendwo und auch welche berechnen. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein Fenster auswähle, linksklick, damit wähle ich das Fenster aus, in welches ich zeichnen will. Ja, entweder das obere oder das untere. Ich klicke jetzt auf das obere mit linksklick. Rechts kann ich hier machen Add Traces. Und dort kann ich jetzt alle verfügbaren Größen beispielsweise einfügen, das heißt die Ströme durch den Kondensator, durch den Widerstand, durch die Spannungsquelle und die beiden Spannungspotenziale VN001 und VN002. Jetzt ist die Frage, welche sind das? Tatsächlich empfiehlt es sich manchmal Labels zu machen, wenn ich das nicht weiß. Abbrechen kann ich hier drauf gehen und dann sieht man unten links in der Leiste, hier Click to Plot VN001 oder hier Click to Plot VN002 und dann weiß man, wie diese Noten benannt werden. Ja, das heißt beispielsweise, linke Maustaste oben drauf, hier oben messen, sehen wir hier in Grau jetzt, wenn ich hier drauf klicke, die Spannung gemessen von diesem Punkt zu diesem Punkt als diesen rechteckförmigen Verlauf. Und wie gesagt, ich hätte es auch anders machen können, löschen wir es nochmal raus. Ich kann hier auch rechte Maustaste Add Traces machen und den Verlauf einfach so einfügen. Ja, okay, Add, aber ich kann ja auch rechnen. Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, VN001 multipliziert mit I von V1 und das wäre jetzt die Leistung, die diese Quelle in diesem Sinne abgibt. Ja,
Das heißt, ich kann damit auch rechnen. Das heißt, der Verlauf ist jetzt eine Leistung. Das heißt, man kann hiermit auch die Zeitverläufe in Anführungszeichen analysieren. LT-Spice kann beispielsweise auch automatisch integrieren über den Wert des Fensters. Wenn Sie Steuerung drücken, linke Maustaste, integriert er über diesen Zeitbereich und berechnet den arithmetischen Mittelwert und den RMS-Wert, den Effektivwert. Ja, und wenn man jetzt die Zeiten eingrenzt, kann man dann auch genauer beispielsweise Effektivwerte oder sowas berechnen. Eine letzte Anmerkung noch zu Messungen. Ich lösche hier mit Cut aus dem Verlauf das beispielsweise raus. Drücke jetzt rechte Maustaste wieder. Wenn ich diese Tastkopfdarstellung habe, dann kann ich auch Spannungsdifferenzen zwischen zwei Punkten messen. Und zwar gehe ich mit dem Tastkopf auf einen Punkt und lasse die linke Maustaste gedrückt und ziehe dann zu einem anderen Punkt. Dann messen wir tatsächlich die Spannung zwischen zwei Punkten. Das heißt, so würde ich jetzt die Spannung von oben nach unten über dem Widerstand R1 messen. Diese sollte proportional zu dem Strom durch den Widerstand sein, skaliert mit dem Widerstandswert. Ja, wenn wir uns das Ohmsche Gesetz angucken. Und wir sehen, wir haben also entsprechend hier diesen Spannungsverlauf VN01, N002. Das sagt hier vom oberen Knoten N001 zum Knoten N002 die gemessene Spannung. Und diese ist jetzt direkt proportional zu dem Strom, den wir dort unten haben. Ich kann wieder mit linker Maustaste das hier beispielsweise reinschieben. Und dann sehen wir, die Kurven sind in Anführungszeichen deckungsgleich. Er hat jetzt nämlich links und rechts bis auf die Skalierung der Einheit eigentlich die gleichen Werte drin. Sie können hier durch links draufklicken, sozusagen den einen Wert im Vordergrund machen und durch links draufklicken den zweiten Wert. Gut, so viel zu dieser Einführung in eine transiente Simulation, grundsätzliche Idee und wie man dieses Waveform-Window benutzt.